Ich habe es mir hier im Studio gemütlich gemacht und in diesem Video sprechen wir jetzt über eine meiner Lieblingslampen, der Philips Hue Gradient Sign. Ihr seht das Modell hier auf dem Lowboard, aktuell als kleine Tischvariante in Schwarz, aber falls ihr es größer mögt, könnt ihr auch die Stehlampe auswählen und zudem beide Modelle auch in Weiß kaufen. Bei mir ist die Sign jetzt nicht alleine hier, sondern man kann ja auch schon den Philips Hue Gradient Lightstrip sehen und aus dem letzten Video von Jonas bekannt, ist ja schon der Philips Hue Gradient Lightstrip Ambience, der jetzt auch neu auf den Markt gekommen ist. Was haben alle Gradient-Produkte gemeinsam? Genau, sie können mehrere verschiedene Farben darstellen und das gleichzeitig. Das ist der wichtigste Aspekt. Die 16 Millionen Farben sind ja so bei allen neuen Philips Hue Produkten möglich, wenn es keine White Ambience oder White Produkte sind. Aber die gleichzeitige Wiedergabe mehrerer Farben ist nur mit den Gradient Produkten möglich. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Nur so als kleine Orientierung, das kleine Modell liegt bei Signify bei rund 200 Euro. Und wenn ihr das große Modell kaufen wollt, müsst ihr 33% mehr auf den Tisch legen und zahlt rund 300 Euro. Ist nicht wenig, aber dafür habt ihr eine sehr, sehr gute App, die auch sehr gut funktioniert. Und der Hue oder beziehungsweise Signify Support für die Produkte ist ja auch immer sehr zuvorkommend. Ja, was könnt ihr mit der Sign alles machen? Also entweder synchronisiert ihr das TV-Bild mit der Sign, ist jetzt gerade nicht aktiv, aber wenn jetzt hier rot und hier grün wäre, dann würde die Sign dort auch rot leuchten und unten halt grün. Oder falls ihr Musikliebhaber seid, dann nutzt ihr die U-Sync Spotify Funktion, wo die Metadaten ausgewertet werden und dann zum Beispiel alle eure Lampen automatisch zum Takt leuchten. Das Video hatte ich auch schon mal gemacht, da könnt ihr auch gerne in die Videobeschreibung schauen. Oder ganz klassisch, wenn ihr ja einfach nur ein bisschen Ambientlicht wollt, dann könnt ihr eine statische Szene einstellen oder ganz neu auch mit dabei die dynamischen Szenen, die einen Farbverlauf aktuell noch von Signify vorgegeben hier auf die Lampen ja wiedergeben kann, was ihr hier auch schon sehr gut seht. Wenn ihr so ein bisschen das Video verfolgt, dann ändert sich hier die Farbe von der Sign. Und das sind halt die dynamischen Szenen, aktuell noch ein bisschen mit Konfigurationsschwierigkeiten, da man einfach nichts einstellen kann. Aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass Signify hier irgendwann auch die Möglichkeit reinbringen wird in die App, dass man auch selbst die Geschwindigkeit oder auch die Farben verstellen kann. Ja, noch ein kleiner Aspekt zur Helligkeit. Die Sign an sich, die kleine, schafft bei 4000 Kelvin 1040 Lumen und die große kommt auf 2550 Lumen, ebenfalls wieder bei 4000 Kelvin, also ein kaltweißer Farbton. Wenn ihr in den Farbbereich geht, also wie hier zu sehen, Farben einstellt, dann nimmt die Helligkeit natürlich ein bisschen ab. Ja, das Spannendste ist natürlich die U-Sync-Funktion. Dazu habe ich hier die Philips U-Sync-Box einmal eingebunden und da haben wir dann den Philips Hue Gradient Lightstrip, die Gradient Sign und den Gradient Lightstrip Ambience, der im Lowboard installiert ist. Das Ganze muss aber nicht zwingend über die Sync-Box synchronisiert werden. Es gibt ja auch die U-Sync-Software, die genauso gut funktioniert. Dort muss allerdings der Laptop immer eingeschaltet sein oder halt der andere PC, wo die Software installiert ist. Und da ist so eine Sync-Box natürlich ein bisschen bequemer. Kostet natürlich auch rund 200 Euro. Aber wenn man sowieso alles schon zu Hause von Hue hat, dann ist man ja die höheren Preise gewohnt. Und dann kann man sich theoretisch auch die Sync-Box kaufen. Ja, was das Coole jetzt an der Sync-Funktion ist, das zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß! Thank you.
Ja, das war die Philips Hue Sync Funktion zusammen mit der Sync Box. Mein Laptop hat das YouTube Video da reingespeist und dann wird das Bild hier auf dem Fernseher wiedergegeben. Und was macht die Sync Box? Die berechnet die Farben auf dem jeweiligen Bildausschnitt und sendet diese dann an die Lampen. Man kann das dann hier auch sehr gut erkennen, dass jetzt zum Beispiel hier der Grünton sehr gut weiterläuft und dann wirklich auch bei der Sign wiedergegeben wird. Das gleiche passiert auch beim Gradient Lightstrip Ambience, der hier unten läuft. Und hier oben beim Gradient Lightstrip aus dem letzten Jahr sowieso schon immer sehr gut funktioniert. Und zusammen ergibt das natürlich ein sehr schönes Bild. Ja, nicht nur die Sync-Funktion ist spannend. Natürlich könnt ihr auch in der Philips Hue App eigene Farben einstellen. Und wie das dann aussieht, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir in meine Philips Hue App. Und dann sieht man hier im Farbbereich hat man jetzt mehrere verschiedene Farbauswahl-Icons. Und je nachdem, wie man diese verschiebt, ändert sich auch die Farbe auf der Sign. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen kompletten Farbverlauf machen möchte, dann ziehe ich die Punkte so weit es geht nach auseinander und ganz an den äußeren Rand. Und dann habe ich jetzt hier einen sehr schönen Farbverlauf. Wenn ich aber die gelb-grünen Farben nicht so mag und es eher bläulich möchte, dann ziehe ich hier das eine Auswahl-Icon nach links. Und dann seht ihr schon, dass diese kleinen, feinen Linien dann den Farbverlauf darstellen. Und das ist im Grunde genommen die neue Funktion, die jetzt in der Philips Hue App hinzugekommen ist. Was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, wenn man jetzt in den Weißbereich geht, jetzt schaut man auf die Sign, da wird diese deutlich heller. Das heißt so, wenn ich jetzt hier im Weißbereich ein bisschen mit dem Icon rumspiele, dann kriegt die Sign natürlich auch die 1040 Lumen. Und bei 4000 Kelvin ist sie dann am hellsten, also ungefähr so. Und wenn man jetzt das vergleicht mit dem Farbbereich, dann sieht man schon, dass da auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen ist. Ihr könnt die Sign natürlich nicht nur hier über dieses Farbauswahlfeld besteuern, sondern auch in den Szenen, indem man hier einmal zurückgeht. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will eine verschiedene Szene aktivieren, das Nachtlicht, die Soho-Szene, einmal dynamische Szene aktivieren. Und so kann man hier die Sign entsprechend seinen Wünschen konfigurieren und natürlich auch steuern. Noch ein wichtiger Aspekt, im Weißbereich ist immer nur eine Farbe möglich, also ihr könnt jetzt nicht oben einen warmweißen Ton und einen kaltweißen Ton einstellen, das geht nur im Farbbereich. Ja, das soll es soweit zur Philips Hue Gradient Sign sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt und diese nicht im Video beantwortet sind, dann schreibt diese doch gerne unten in die Kommentare. Schaut in dem Zusammenhang auch in die Videobeschreibung. Dort sind die verschiedenen Produkte, die ihr hier seht und auch die weiteren Videos verlinkt. Über ein Kanalabo würden wir uns selbstverständlich auch freuen. Und wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid, wenn es heißt, Jonas oder Malte stellen euch das Neueste aus der smarten Beleuchtung vor.